Der Tempel der Lysser, der in Malchos Sprung zu finden ist, in der Kathedrale des ewigen Leuchtens, ist eigentlich kein sonderlich kompliziertes Event. Am Anfang gibt es hier diese drei Positionen innerhalb dieses Kreises, die verteidigt werden müssen. Das läuft an allen drei Stellen ähnlich ab. Und zwar befinden sich an der Position irgendjemand, der etwas aufbaut oder einsammelt und dabei beschützt werden muss. Hier ist es eine Kanone, die aufgebaut wird und dann justiert werden muss, während weiterhin Mobgruppen anstürmen und zerstört werden müssen. Das ist alles nicht sonderlich kompliziert. Wenn da zwei, drei Leute sind, reicht das aus. Zur Not kann man es auch alleine machen. Aber ein bisschen Verstärkung wäre nicht ganz verkehrt. Ja, in der Position sind es Golems. Verteidigt werden müssen, die dieses Gerät dort aufladen. Wenn das Ganze erledigt ist, also alle drei Positionen bewältigt sind, startet das Hauptevent in der Mitte des Kreises. Zu beachten gibt es da eigentlich nur eine Sache. Das zeigen wir gleich. Es kann wohl passieren, da habe ich jetzt allerdings auch nicht drauf geachtet, dass während des Kampfes mit der Hohepriesterin eine dieser drei Positionen wieder aktiv wird, sodass sich eine kleine Gruppe abspalten sollte und das verteilt. Jetzt genau ist die Priesterin unverwundbar, angezeigt durch dieses blaue Symbol bei ihr. Und man sollte nach Möglichkeit nicht in ihre Richtung blicken, weil man sonst einen tierischen Schaden einfängt. Die NPCs sagen es aber auch. Dreht euch ab, guckt nicht in ihre Richtung. Und dann sollte man sich schon nichts umdrehen und dann warten, bis dieses Buff-Symbol wieder verschwunden ist und dann kann man weitermachen. Thank you.
Dead. See to the device. Right away, boss. When it's set. Shadow Generation. Do you think it's true? Is Lyssa truly dead? No, it lied. Don't fall for its tricks. Lyssa's not dead. She's Faster. Just not here. Stop. As long as this device is active. Eventreihe Tempel der Lyssa erfolgreich beendet. Look, the storm is clearing. Yes, we can rest for a while. But White Bunch.